Hi, ich bin die Isa und ich stelle euch heute den MTN Trainer 22 von Salewa vor, mit dem ich sehr, sehr glücklich bin. Der Rucksack ist wirklich ein Raumwunder. Also hier passt wirklich super viel rein, obwohl der nur ein Volumen von 22 Liter hat. Dann hat er eben hier vorne auch noch so ein paar Materialschlaufen. Da kann man auch Karabiner dran machen, was ganz cool ist. Ich finde es halt super, dass der so nah am Körper anliegt, dass man eben die Gurte einstellen kann und dass der wirklich sitzt wie so eine zweite Haut, weil man hat einfach so die Bewegungsfreiheit. Man kann irgendwie auf dem Motorbike sitzen. Ich bin mit dem durch Himalaya getrackt. Und was ich super cool fand, weil ich hatte eben meinen großen Backpack mit dabei und musste den dann manchmal verstauen, wenn ich den eben nicht brauchte. Und man kann den Rückenprotektor kann man rausnehmen und dann kann man den halt super zusammenrollen und einfach in den großen Backpack reinpacken. Deswegen für mich ist der einfach so ein Allrounder, den man halt für alle möglichen Gelegenheiten benutzen kann. Ich bin der Markus von Bergzeit und präsentiere euch heute den neuen Altus 32 von Low Alpine. Der Rucksack hat sehr viele Gimmicks, die unauffällig verbaut sind. Wir haben hier eine Stockhalterung, wir haben eine Einschubtasche hinten. Die ist genau richtig von der Größe für DAV-Wanderkarten. Ins Hauptfach komme ich durch einen langen seitlichen Reißverschluss. Es hat einen Rahmen oben drin, damit die Last gut von den Schultern übertragen wird auf die Hüfte. Wir haben einen vorgeformten, gepolsterten Hüftgurt. Low Alpine hat für mich mit dem neuen Altus echt einen großen Wurf gelandet. Er ist nicht nur ein klassischer Low Alpine, sondern er ist mega durchdacht und perfekt für jeden, der einen Rucksack für alles haben will. Servus, ich bin der Stefan und der Salewa MTN Trainer 28 ist aktuell mein Lieblingsrucksack, weil er besonders leicht ist, einfach in der Handhabung und für alle Tagestouren am Berg super geeignet ist. Die Kompression beim Rucksack ist jetzt hier ein bisschen anders gelöst als bei den meisten, die man so kennt. Es gibt keine Gurte, die man außen löst, sondern hier mit dieser gelben, mit diesem gelben System, das man allerdings auch sofort findet. Dadurch, dass es so schön Kontrast hat, wird alles, was an Kompression nötig ist oder auch zum Befestigen, festgezurrt und gelöst. Das zweite tolle Feature von dem Rucksack ist sein Tragesystem. Es gibt einen zentralen Belüftungskanal und es gibt ganz viele seitliche Belüftungen und eine angenehme Schaumstoffpolsterung. Hi, ich bin der Flo und ich zeige euch, warum ich am liebsten mit dem Fastpack 35 von Ultimate Direction auf Wanderung gehe. Richtig bequem und richtig, richtig praktisch ist der ganze Rucksack auch durch das Tragesystem, das so ein bisschen aufgebaut ist wie das einer Laufweste. Man sieht das schon hier. Die Schulterträger sind breiter, greifen weiter rum, eben dieses Westenprinzip. Dadurch bleibt der Rucksack sehr stabil am Rücken. Und durch diese ganzen Schlaufen ergeben sich unzählige Möglichkeiten, viel einzupacken, viel Equipment mitzunehmen, aber auch den Rucksack ganz komprimiert und kompakt dabei zu haben. Hi, ich bin der Clemens und ich erzähle dir heute, warum der Ottovox Peak Lite 32 mein Lieblingsrucksack ist. Der Rucksack ist eigentlich zum Bergsteigen und Klettern konzipiert. Ich benutze ihn aber für alles Mögliche, auch zum Wandern, auf Mehrtageshüttentouren beispielsweise. Mein Lieblingsfeature ist dieses Fach mit dem Reißverschluss, dass ich in den Innenraum quasi von außen nochmal zugreifen kann. Das ist quasi wie eine Funktion einer Reisetasche. Ein weiteres Feature, was ich sehr cool finde, sind die Hüftflossen. Die sind nämlich auch abnehmbar. Oder hier so eine kleine Tasche für Handy oder Kamera. Der Millet ProLiter Summit 18 ist für mich der ideale Rucksack für alle, die sich in Sachen Packliste einfach nicht festlegen wollen oder können. Was mich von Anfang an dem Rucksack fasziniert hat, das ist die relativ cleane Art. Er hat ganz wenig Bändel, keine Kompressionsriemen. Das erfolgt alles nur durch die Deckelklappe. Der hat 18 Liter und ich kann den Rucksack problemlos um 10 Liter erweitern. Einfach nur indem ich den Deckel öffne, den Rolltopverschluss auswickeln und dann habe ich gleich 10 Liter mehr. Das ist der Deuterize, mein Rucksack und den habe ich auch schon eine Zeit lang, ich glaube jetzt gut 8 Jahre. Für eine Tagestour vielleicht zu groß, ich nehme auch bei Tagestouren mit, weil ja, ich packe da alles rein, Kocher, Regenjacke, Regenhose, auch wenn Sonne scheint, weil man weiß ja nie. Hier vorne haben wir noch ein Fach, wo man was reintun kann, wo man auch relativ schnell hinkommt. Da habe ich eine Sonnencreme drin. Getränkehalter links,
Und bei Wanderungen bin ich immer so ein Fan davon, dass ich nichts in den Hosentaschen habe. Das kommt dann alles da rein, ist schnell greifbar. Das heißt, wenn ihr gerade duscht, auf dem Bier habt, dann habe ich auch schnell meinen Geldbeutel zur Hand. Wenn dir unser Video gefallen hat, dann abonnier doch einfach unseren Kanal und dann bist du ständig up to date, was bei der Bergzeit so abgeht.